Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang möchte ich mich wie immer ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure Likes, für eure Abos, für eure vielen lieben Kommentare, für eure Spenden und für eure Buchungen bei mir. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, liebe Waage oder der, die du hier auf eine Waage schaust, heute schauen wir wieder gemeinsam, wie es denn in Sachen Liebe, Liebesverbindungen im Monat Mai bei dir aussieht. Dabei ist es völlig egal, ob du hier auf einen Wunschpartner schaust, auf eine bestehende Verbindung schaust, auf einen Ex-Partner schaust oder vielleicht sogar auf jemanden, mit dem du gar keinen Kontakt hast. Und zwar habe ich die Legung so aufgebaut, dass hier deine Energie als Zuschauer liegt, hier die Energie deines Gegenübers, hier euer Miteinander. Und dann habe ich noch ein paar Orakelkarten erbeten. Falls du während der Legung bemerkst, dass du doch eher hier bist und dein Gegenüber doch eher hier, dann ist das spiegelverkehrt, dann dreh dir das bitte um, das kann passieren. Es ist wie immer eine allgemeine Legung, ihr Lieben. Sie kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Und ich versuche auch wie immer geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht gelingt, ihr Lieben, dann dreht euch das bitte um. Da ich aber hier als Frau sitze und für euch fürs Kollektiv lege, deute ich die weiblichen Karten immer als Zuschauerkarten und die männlichen Karten für das Gegenüber. Ich versuche aber immer das Wort Mensch zu benutzen, sodass es geschlechterunspezifisch ist, sodass ihr euch das besser in eure Situation umdenken und umdrehen könnt. Zu dieser Legung gibt es auch wieder eine erweiterte Legung auf Vimeo. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne dir das auch nochmal in den Kommentaren an, wenn du wissen willst, wie es mit deinem Gegenüber hier weitergeht. So, dann starten wir an deine erste Karte im Monat Mai. Und dann haben wir hier den Teufel. Also, hier kann es sich in dieser Verbindung um eine negative Gebundenheit handeln. Der Teufel ist die 15, die 15 ergibt die 6. Die 6 sind die Liebenden. Die Liebenden, das ist eine freie Liebe. Der Teufel, das ist eher eine gebundene Liebe. Hier kann es auch um Abhängigkeiten, um Süchte gehen. Es kann eine stoffgebundene Sucht sein, Alkohol, Drogen, kann Sexsucht sein, kann Spielsucht sein, kann auch was mit Essen zu tun haben. Ne? Also vielleicht isst du in letzter Zeit zu viel Süßes oder trinkst doch mal ein Gläschen Wein zu viel. Ja? Oder was ich ja auch reinkriege, so eine Lethargie. Ne? So ein nicht von der Couch hochkommen. Viel Fernsehen, viel Videos schauen, sich nicht um die Wohnung kümmern, so ein bisschen so ein depressiver Zustand kriege ich ja auch rein. Und es wird jetzt Zeit, das zu ändern. Ja, wir haben hier Punkt 18 Uhr. Es sind also noch 6 Stunden, bis es entweder 12 ist oder 0 Uhr ist. Ne? Also es sind noch 6 Stunden Zeit. Die Zahl 6 spielt hier eine große Rolle. Also tu das, was du tust, aus dem Herzen heraus, aus der Liebe heraus. Dann hat der Teufel ja keine Chance. Aber ich krieg hier wirklich rein, dass du so irgendwo feststeckst, auch in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen. Also irgendwas ist hier gebunden. Ne? Also ich krieg hier wirklich auch bei manchen so eine unaufgeräumte Wohnung rein, wo viel rumliegt, weil man einfach nicht ja, die Motivation hat, was zu machen, weil man hier in irgendeiner Sucht, in irgendeiner Gebundenheit feststeckt. Der Teufel kann übrigens das Sternzeichen Steinbock sein. Und dann habe ich hier das As der Kelche. Du hoffst auf Chancen und Möglichkeiten auf einen liebevollen Neubeginn. Das ist ja sehr schön dargestellt. Hier haben wir ein Bild, ne, wo Wasser ist, wo ein Wasserfall ist, wo hier eine Tasse ist. Und du streckst von außen hier deinen Kelch rein. Also, ich kriege hier auch so ein Suchtverhalten rein, was Aufmerksamkeit betrifft, was Partnerschaften, Liebesverbindungen betrifft. Also egal, was hier kommt, du würdest deinen gefüllten Kelch hingeben, weil eigentlich passt ja dieser Kelch gar nicht zu dieser Tasse. Ne? Also ich krieg so dieses, ist mir egal, Hauptsache, ich krieg Liebe. Ne? Also das hat was mit
einem Selbstwertthema auch zu tun. Das kann auch aus der Kindheit, aus der Jugend kommen. Ne, dass man hier so stark Aufmerksamkeit braucht, weil man die vielleicht auch aus der Herkunftsfamilie nicht gekriegt hat. Ne? Also das ist deine Hoffnung, das ist das, was dich aufrechterhält. Das ist vielleicht auch deine Sucht, die dich hier antreibt, ne? In die Liebe zu gehen, in die Partnerschaft zu gehen, komme, was wolle. Ne? Also das ist hier deine Hoffnung, in einen liebevollen Neuanfang, einen liebevollen Neubeginn zu gehen. Ne? Aber du solltest ja darauf achten, dass hier ein Kelch geschwommen kommt und keine Tasse. Ne? Also es sollte schon passen. Das ist nicht so wie, das ist so Hauptsache, ich hab's, eine Verbindung, ein Partner. Und dann merke ich erst irgendwann, ach, das ist ja eine Tasse, das passt ja irgendwie gar nicht. Ne? Also es ist wirklich in Betrachten deiner selbst, aus welcher Motivation tust du das heraus? No. Und dann habe ich hier die Zweiterkelche. Also das ist es, was dich antreibt, diese Sucht nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Wunscherfüllung in die Partnerschaft zu gehen. Ne? Mit den Zweiterkelchen sehe ich ja auch wieder diesen Wunsch nach einer Verbindung auf Augenhöhe, wo man sich begegnet, wo man zwei gefüllte Kelche hat. Ne? Und hier ist dann wahrscheinlich schon dieses Umdenken da, wo du merkst, okay, also eine Tasse ist vielleicht nicht unbedingt das, sondern es braucht jemand mit einem gefüllten Kelch, wo auch die Karten offen auf dem Tisch liegen. Wenn du hier auf einen Menschen schaust, der schon in deinem Leben ist, schon länger in deinem Leben ist, dann gibt es ja einiges aufzuräumen. Also hier sieht es wild aus und hier sieht es unten wild aus. Also hier gibt es zwischen euch einiges zu bereinigen, einiges aufzuräumen. Das kriege ich hier ganz stark rein. Na, also das müsst ihr aber gemeinsam tun. Also es kann auch sein, dass ihr beide dieses Suchtverhalten habt nach Liebe, Geborgenheit, Partnerschaft. Und euch das vielleicht in eurer Partnerschaft nicht geben konntet. Da kriege ich dieses Buch rein vom Robert Beetz. Wahre Liebe lässt frei, da erklärt er das am Anfang ganz schön. Es begegnen sich zwei Kinder und greifen sich gegenseitig in die Tasche, aber die Taschen sind leer. Na, und dann geht man enttäuscht weiter, weil man das dort nicht gefunden hat. Na, aber das ist dieses, man darf es in sich finden. In sich darf man die Liebe finden, zu sich selber. Dann kann man sich hier mit einem gefüllten Kelch begegnen. Ja, und dann gibt man sich auch nicht mit einer Tasse zufrieden. Dann weiß man genau, was man möchte und was hier angeschwommen kommen darf. Na, also schau da bitte auf dich selber. Du hast hier noch Zeit. Na? Die Sex spielt hier eine große Rolle. Liebe, wahrhaftige Liebe aus dem Herzen heraus. Und nicht aus dem Kopf und nicht aus dem Denken und nicht aus einem Mangel. Ne, aus einer Sucht, aus dem Wunsch nach Aufmerksamkeit, sondern wirklich aus dem Herzen heraus, wo du in dir geklärt hast, ich liebe mich selber und ich kann jetzt die Liebe auch im Außen in einem gefüllten Kelch geben. Ja? Also schau mal, wie das stimmig ist für dich hier. Ich kriege hier einige Themen rein, die bereinigt werden möchten. Dann schauen wir auf dein Gegenüber. Und dann habe ich hier den Mond. Also dein Gegenüber ist gerade damit beschäftigt, auch seine Schattenanteile zu betrachten. Dein Gegenüber ist gerade damit beschäftigt, zu schauen, was ist denn hier Liebe? Wie komme ich denn in meine Gefühle? Wie komme ich denn in meine Emotionen? Vielleicht auch mit jemanden an der Seite, ne? Also ich kriege hier auch so ein Coaching rein, Therapeut rein, der einem das vermitteln kann. Und hier habe ich ganz, ganz viele Austern, die geschlossen sind. Also hier habe ich ganz, ganz viele Seelenanteile bei diesen Menschen, die geschlossen sind, die noch geschlossen sind. Also dieser Mensch
redet hier und bewegt sich auch, ne, was gut ist, und hier hört jemand zu. Also hier ist jemand wirklich in der Beratung, im Coaching, in der Heilung und möchte hier ins Gefühl gehen und auch mehr über Gefühle erfahren, über Liebe erfahren, über tiefe Empfindungen erfahren, weil man das Gefühl hat, im Inneren ist ja alles dicht, ist ja alles zu. Na, und die Auster, das ist ja auch ein ganz, ganz sensibles Tier. Sobald da jemand kommt, geht die ja wieder zu. Na, also sobald hier irgendwas von außen kommt, schließt die sich ja wieder. Na, und in manchen Austern sind aber auch Perlen versteckt. Na? Also dieser Mensch wird auch erkennen, dass nicht in jeder Auster was Schlimmes versteckt ist. Manches ist auch ein Geschenk, manches ist auch eine Perle. Na, und es lohnt sich ja tief zu tauchen. Der Mond kann übrigens das Sternzeichen Fische oder Krebs sein. Und dann habe ich hier die 5 der Münzen. Also es kann sein, dass dich dieser Mensch mal hat vor verschlossener Tür stehen lassen. Dass dieser Mensch sich vor dir verschlossen hat und wo du nicht mehr an diesen Menschen rangekommen bist. Dass dieser Mensch einfach seine Tür zugemacht hat, wirklich seine Tür im Haus zugemacht hat, in der Wohnung zugemacht hat und oder auch sein Herz und seine Seele vor dir verschlossen hat. Das ist aus einem Mangel heraus passiert, das ist aus einer Angst heraus passiert. Und so wie du das erlebt hast, hat es dieser Mensch auch schon erlebt mit früheren Partnerschaften und oder in der Kindheit, durch die Herkunftsfamilie, dass man hier auch vor verschlossener Tür stand. Und hier nicht in die Liebe gefunden hat, in die Emotionen gefunden hat, sondern immer nur so im Mangel war, was das Fühlen, was die Liebe betrifft. Deswegen jetzt ja auch dieses Coaching, diese Therapie. Und dann habe ich hier die 9 der Münzen. Also das hilft diese Menschen sehr, darüber zu sprechen. Dieser Mensch ist ja auf einem guten Weg. In Richtung Selbstwert, in Richtung Selbstliebe, in Richtung sich seiner selbst bewusst zu sein. Dieser Mensch weiß, es geht nur, wenn ich selber in der Liebe bin. Wenn ich selber mein Herz fühle, mein Herz erfüllt habe mit Licht und Liebe, dann kann ich das auch im Außen bekommen. Und dieser Mensch ist hier auf einem guten Weg. Hier habe ich rechts und links Blumen, die hier blühen. Also dieser Mensch merkt, jeden Schritt, den man hier tut, jedes Wort, das man hier erzählt, erblüht einfach dieser Weg und man ist erfüllt in sich selber. Ne? Hier habe ich auch wieder jemanden, mit dem man spricht. Es ist auch jemand, der hier sehr weise ist, sehr klug ist, sehr gute Ratschläge gibt. Also hier ist jemand auf einem guten Weg, in die Selbstliebe zu kommen, in den Selbstwert zu kommen, sich seiner selbst bewusst zu werden, was möchte ich denn? Ne? Und es kann auch sein, dass dieser Mensch jetzt erstmal sagt, okay, ich fühle mich jetzt gerade mit mir wohl, ich hatte das noch nie, ich bin so erfüllt in mir selber, ich bleibe jetzt erstmal da. Die 9 der Münzen, das kann auch die Single-Karte sein. Dass hier jemand sagt, ich war lange hier in diesem Mangel gefangen, die Türen waren hier immer versperrt, ich durfte hier nie rein und jetzt fühle ich das zum ersten Mal, jetzt fühle ich zum ersten Mal mich selber. Na, und bin mir meiner selbst bewusst und möchte das jetzt erstmal nur mit mir genießen. Na, weil das ist ein schöner Weg, der hier liegt. Also ich kriege hier ganz sehr Coaching, Therapie, Sprechen und den eigenen Weg finden rein bei deinem Gegenüber. So, dann habe ich in euren gemeinsamen Karten habe ich hier die Mäßigkeit. Also hier geht es um Heilung in dieser Verbindung. Hier geht es um Ausgleich, hier geht es um Balance. Hier geht es auch darum, die richtige Dosis zu finden. Die Karte lag übrigens ganz, ganz oft hier oben schon. Na? Also das könnte so diese Überschrift sein für alle Sternzeichen diesen Monat, die richtige Dosis finden. Hier haben wir ja die Alice, die vor diesen Pilzen steht, wo sie hier ein Stück rausgenommen hat und wo sie entweder groß wird oder klein wird. Und es gilt hier darum, es geht hier darum, dass jeder ein gleich großes Stück bekommt, dass ihr euch auch wirklich hier auf Augenhöhe begegnen könnt.
Ne? Nicht, dass einer klein ist und der andere ist groß, sondern dass man sich hier wirklich auf Augenhöhe begegnet und die richtige Dosis, den richtigen Umgang miteinander findet, die richtigen Worte miteinander findet, die richtigen Gefühle miteinander findet, das richtige Timing miteinander findet. Und die Mäßigkeit ist keine schnelle Karte. Ne? Das passiert nicht von heute auf morgen. Diese Heilung, das in Balance bringen. Die Mäßigkeit kann übrigens für das Sternzeichen Schütze stehen. Und dann habe ich hier die drei der Schwerter. Also hier gilt es zu heilen, was mal kaputt gegangen ist. Die drei der Schwerter, die sprechen von Herzschmerz, die sprechen von Tränen, die sprechen von Leid. Aber diese drei Schwerter haben diese Torte nicht zerstört. Auch wenn hier ein bisschen was rausgebrochen ist, auch wenn hier vielleicht ein bisschen Füllung ausgelaufen ist, diese Torte kann ja trotzdem noch schmecken. Es ist jetzt an euch zu sagen, probiere ich diese Torte nochmal und schau, ob die noch schmeckt. Und wenn die noch schmeckt, dann schneide ich mir hier ein Stück ab oder ihr schneidet euch zusammen ein Stück ab. Oder ihr werdet feststellen, also wo hier was rausgebrochen ist, also von innen schmeckt die ganz, ganz furchtbar. Entweder ist die ausgetrocknet oder ist die von innen vergammelt oder wie auch immer. Ne? Also das dürft ihr in eurer Situation entscheiden. Schmeckt uns beiden diese Torte noch? Obwohl die hier durchbohrt wurde, obwohl hier ein Stück rausgebrochen ist, obwohl hier vielleicht ein bisschen Füllung schon ausgelaufen ist. Schmeckt uns diese Torte noch? Das ist hier die Frage, die ihr euch stellen dürft in dieser Verbindung. Trotz, dass das hier passiert ist, trotz, dass hier viele Tränen waren, trotz, dass hier Herzschmerz war, trotz, dass hier vielleicht Lügen, Betrügen, Trennungen, Streits gab, was auch immer. Ne? Und dann kommt hier der Ritter der Schwerter. Das kann ein Luftzeichen sein, Wassermann, Zwillinge oder Waage. Also hier geht es auch darum, miteinander zu kommunizieren. Also hier kommt auch jemand von außen und möchte darüber sprechen. Na? Und es ist wichtig, dass sich dieser Mensch hier echt und authentisch zeigt und hier keinen Pferdekopf auf hat. Also will sich als Einhorn darstellen. Als was Zauberhaftes. Ja, möchte hier wieder ein bisschen Zauber reinbringen in diese Verbindung. Auf jeden Fall möchte dieser Mensch mit dir kommunizieren über das, was war und über das, wie es denn sein könnte in Richtung Zukunft. Und dann habe ich hier in den Zusatzkarten: Gespräche von Herz zu Herz, sprecht ehrlich miteinander über eure Gefühle. Genau. Also aus dem Herzen heraus sagen: Schmeckt uns diese Torte noch? Wollen wir hier weiter an dieser Verbindung festhalten? Schaffen wir das in Heilung zu bringen? Wie gehst du mit Partnerschaft um? Wie geht dieser Mensch mit Partnerschaft um? Was ist Liebe für euch? Was ist der Sinn dieser Verbindung für euch? Das ist wichtig, sich mal so eine Frage zu stellen. Ne? Weil, wie ich das hier sehe, ist dein Sinn eher so dieses, ich möchte beschützt sein, ich möchte geborgen sein, ich möchte Aufmerksamkeit. Und hier ist schon irgendwie der Weg gegangen, ich möchte mit mir in Berührung kommen. Ich möchte in mir erfüllt sein und das dann auch im Außen geben. Ne? Also das ist wichtig, das wird sich auch in diesem Gespräch rauskristallisieren, was für euch Verbindung ist, was für euch Liebe ist, was für euch Partnerschaft ist und ob das kompatibel ist miteinander. Und dann habe ich hier, ich habe die Kraft, Nein zu sagen oder zu gehen. Ja, also das ist ja auch karmisch zwischen euch. Ne? Ich habe hier ein Kreuz. Kann auch eine sehr alte Verbindung sein, weil ich hier einen Baum habe. Kann auch sehr kräftezehrend sein. Diese Verbindung oder gewesen sein. Ihr habt hier beide die Kraft dazu, Nein zu sagen oder zu gehen. Ne? Also hier steht und fällt es wirklich damit, ob diese Torte noch genießbar ist. Genießbar, genau, das ist dieses Wort. Ob diese Torte noch für euch beide genießbar ist. Ob ihr euch beide noch riechen, schmecken, fühlen könnt.
Oder ob das hier einfach, ich bin ja nicht dafür, Lebensmittel wegzuschmeißen, aber wenn es ungenießbar ist, dann, ja, dann landet das auch mal im Müll. Ja. Also es steht und fällt wirklich mit der Frage, ob das noch für euch genießbar ist, diese Verbindung, diese, was halt diese Torte hier darstellt. Ihr Lieben, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie geht es denn hier mit diesem Menschen weiter? Was denkt denn dieser Mensch über dich? Was fühlt denn dieser Mensch für dich? Wie kommt denn dieser Mensch in den nächsten Schritten auf dich zu? Wann wird denn das ungefähr passieren? Und wie solltest du dich denn am besten in dieser Verbindung verhalten, damit es hier positiv voranschreiten kann? Dann lade ich dich ganz recht herzlich ein, mir auf Vimeo zu folgen zu dem weiterführenden Reading. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne dir das auch nochmal in die Kommentare an. Ich würde mich ganz, ganz sehr freuen, wenn wir uns dort wiedersehen. Und für euch alle anderen, euch wünsche ich einen ganz, ganz zauberhaften Mai. Macht's gut. Tschüss.